Hallihallo, liebe Freunde draußen und herzlich willkommen zu Let's Play RimWorld. Ja, wir spielen ein kleines Stückchen weiter hier. Die Idee der ganzen Geschichte war jetzt eigentlich, dass wir mal ein bisschen Medizin auch wieder einlagern können. Hopfen haben sie komplett umgelagert, da haben wir mit Sicherheit auch ein paar Kröten, die wir damit verdienen können. Vielleicht reicht es ja auch für einen Hilferuf nach draußen. Müssen wir gucken. Hier draußen wird natürlich auch fleißig weitergebaut, das ist ganz hoffentlich ganz gut auch. Es kostet uns natürlich unbeschreiblich viele Rohstoffe, so eine Verteidigungslinie aufzubauen. Wir haben zum Glück noch ordentlich was in Vorrat, aber so ewig lang hält das auch nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Unsere Jungs und Mädels sind natürlich auch eifrig dabei, hier zusammen zu sammeln. Wäre mir natürlich am liebsten, wenn das alles hier läge. Tut's aber nicht, also müssen wir damit leben. Mindestens auch wieder zusammengebrochen. Der hat halt echt ein hartes Los. Wir müssen auch hier unten langsam mal das Ding zerstören. Aber solange Jill hier oben baut, ist mir das auch recht, dass es einfach mal läuft. Ja? Wir könnten ja mal irgendeinen... Wir hatten da gerade eine ganz gute... Wer ist denn gestresst, bist du? Nahe Kollaps. Gereizt. Neutral. Kombo ist eigentlich so ein Typ, der kann das alles weg... Der kann das alles ab. Pass auf, dann mache ich dich mal auf Aggro. Und schick dich mal hier runter. So, gucken wir mal. Wenn der natürlich jetzt total, total schrecklich unterwegs ist, dann müssen wir halt gucken. Jetzt ist er gestresst. Kältewelle. Forschungsmenü. Geothermale Energie unbedingt. So, pass auf. Dann kann er nämlich auch sein Schießen-Skill auch mal ein bisschen hochtreiben. Aber wenn der hier weiter runter sackt, dann müssen wir den jetzt unbedingt dann auch wieder schnell zurückschicken. Aber dann wäre halt ein Raumschiff-Teil schon mal weg. Walton, ja. Es ist gleich kaputt, komm. Du schaffst das. No. Okay, jetzt gehst du zurück. Das war schon ganz gut so. Hat ordentlich getroffen. Aber jetzt muss er mal ein bisschen sich ausruhen. Also man muss ja auch ein bisschen gucken, dass es passt. Ach du Schande, die Kältewelle breitet sich hier auch ein bisschen aus. Ist auch eine ordentliche Schneeschicht mittlerweile hier drauf. Zwei Zusammenbrüche. Ich hoffe hier nicht irgendwo draußen, sondern eher drinnen. Walton rennt draußen rum. Zwei elefantöse Typen. Ja gut, ein paar Eichhörnchen, die kriegen wir noch hin. Okay, die Eichhörnchen, die, ja gut, die dienen halt auch wieder als Nahrungsquelle, ne? So, gucken wir mal. Ich meine, dass die Jungs nicht alle da total begeistert sind, ist mir dann schon klar, ne? Es ist auch nicht unbedingt gerade die beste Situation hier draußen. Wo ist ein Kombo eigentlich? Ach, da. Ist halt immer noch gestresst. Dem müssen wir jetzt langsam ein bisschen Ruhe geben. Der ist vergnügt mittlerweile. Dann kann er nämlich jetzt gleich mal, wenn er was gegessen hat, ne, kann er jetzt gleich mal dann auch wieder weiter. Kombo, stopp. Du hast wieder deinen Auftrag. Hier runter geht's und auf das Raumschiffteil einhauen. Komm schon, du hältst das, ich kenn dich. Der ist gleich da, aber der verliert halt weiterhin schnell und... 26, 20, komm schon. Acht, sieben, sechs... 3, 2, 1, komm. Und weg das Ding. Okay, super. Hat er gemacht. Hat er 1A, wirklich hat er das gemacht, das Ding. Und ich muss natürlich jetzt gucken, dass wir hier keinen Anschluss bekommen. Das heißt, der Min... Nee, Min, komm. Du kannst das nehmen. Zack, und los mit dir. Bau das Teil, bau diesen Schalter. Ich hoffe, der ist jetzt nicht im Weg irgendwie. Wie schaut es bei dem aus? Hat sogar, braucht nur ein bisschen Arbeit noch, aber das kriegen wir hin.
Okay, hier draußen ist natürlich jetzt super kalt. Innen drin auch super kalt, oder? Ja. Pass auf, dann machen wir folgendes. Dann schalten wir die jetzt an. So. Dann sind die jetzt an. Der ist auch an. Wunderbar. Dann sollte die Wärme hier eigentlich wieder reinkommen. Ja, kommt sie auch. Langsam aber sicher. Dann schlafen unsere Jungs hier nicht mehr in der Kälte draußen. Ja, genau. Deswegen habe ich Grippe. Wer ist da dran? Ja, okay. Das war ja klar, oder? Nahkampf. Eugene, ja, das war ein bisschen unglücklich jetzt gerade. Okay, pass auf. Wenn der jetzt da liegt. Okay, die haben ihn eingesackt. Okay. Ist natürlich jetzt weniger cool. So, ihr müsst den jetzt unbedingt behandeln und zwar möglichst schnell. Auch Eugene muss behandelt werden. Ich hoffe, die Kältewelle ist jetzt gleich vorbei. Komm schon. Ihr schafft das. Wie schaut's bei dir aus? Du bist behandelt. Und du wirst hoffentlich auch gleich behandelt. Aber der Raum ist halt irgendwie sehr groß. Warte mal, da müssen wir auch unbedingt in der Temperatur ein bisschen was drehen. Weil der Raum, die Räume halt an sich gigantisch sind, ne? Tumbos. Ja, die fressen halt Bäume, ne? Also weißt du, wo die hinlaufen. Wobei, da kommen sie eigentlich nicht rein. Die Bäume sollten hier drin, sollten sicher sein. Die Bäume sind sicher. Dadurch, dass die halt so heftig bösartig stark sind, haben wir ein Problem. Wir könnten es schaffen, wenn alle Geschütze gleichzeitig drauf hören, aber ich will das, glaube ich, gar nicht. Zumindest nicht im Augenblick. Jäger ohne Waffe. Na, das Problem können wir lösen. Piratenhändler. Sehr nice. So, pass auf, dem verkaufen wir jetzt erstmal das, das, das und das. Da haben wir wieder immerhin ein bisschen was. Dann kaufen wir dem einen, jawohl, das Bier kaufen wir nicht. Das kaufen wir lieber von einem Großhändler uns ab. Und so, hier wird wieder Essen nachgebaut. Schön. Auch ein bisschen eingelagert schon. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Damit kommen wir zwar nicht über den Winter. Ich hoffe auch, dass die Außentemperaturen irgendwann wieder hochgehen. Aber der Kälteeinbruch ist natürlich ein Problem. Vielleicht kriegen wir nochmal ein bisschen Nachschub. Wir haben zum Glück einen Haufen Beeren da. Ein paar Reis und ja, wir haben zu viel vergammeln lassen. Es liegt halt einfach daran, dass die Leute hier natürlich nicht den ganzen Tag arbeiten können und wollen, weil es halt einfach eine schwierige Zeit ist. Zum Glück ist Min immer noch wirklich fit und kriegt hier wenigstens immer mal wieder ein bisschen was hin. Der Schalter hier, der läuft, den können wir ausschalten bei Gelegenheit, einfach damit hier kein Strom fließt. Das wäre nämlich eine absolute Katastrophe, wenn die Dinger anmöhren, ja. In dem Moment, wo hier Strom fertig connected wird. Wenn die dann fertig sind, dann haben wir hier kein Problem mehr. So, die sind ja, die verderben nicht, das ist gut. So, ist der Schalter Stromversorgung aus, okay. So. Okay, probieren wir es mal, schauen wir mal weiter. Ja, der schafft halt immer nur für eins und dann ist er so am Ende, dass gar nichts mehr geht, ne? Allzu lange schaffen wir das auf jeden Fall nicht. Jetzt gucken wir mal, die Tiere, dass die verrückt werden, ist natürlich eine ganz schlechte Sache. Okay, der baut das fertig, komm. Jawohl, das schafft er nicht ganz. Oder doch? Könnte er hinkriegen. Weil wenn die das fertig haben, dann... Ja gut, das ist in Ordnung so. Ich hoffe, der bricht uns jetzt hier draußen nicht zusammen. Gut, das hat nur minus 4 Grad. Da ist Chill gerade. Ey, guck an.
Wir könnten natürlich versuchen, das Ganze ein bisschen zu übertakten und dann, Angriff. Okay. Die kommen hier hoch. Ja gut, das hat sich gelohnt, Freunde, ha? Pass auf, dann machen wir Folgendes. Und zwar, wir machen aus einem der Betten, haben wir da ein freies irgendwo. Da machen wir eine Gefangenenzelle rein. Und wer ist denn da gerade? Walton ist da gerade. Du fängst den mal und dann entnehmen wir dem mal die Lunge. Ist mir doch jetzt egal. Wir nehmen dem eigentlich alle Teile. Vielleicht können wir steil im Organhandel anfangen. Rechter Lungenflügel. Linker Lungenflügel. Linke Niere. Rechte Niere. Leber. Viel Erfolg. Der kriegt sogar Medizin dafür. Wow, 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 wow. Okay, Walton dreht gerade durch. Jumper ist auf dem Weg. Haben wir noch irgendwie. Min könnte man gerade brauchen. Min, Combo, komm, ran da. Okay. Ja, wir müssen langsam das Problem lösen. Also viel Zeit haben wir dafür nicht mehr. Ja, dass die hier ein bisschen verwirrt in der Gegend rumlatschen, das ist mir jetzt auch bewusst. Aber jetzt schauen wir mal. Wenn wir den natürlich jetzt. Oh, da ist ein Großhändler. Oh. Quatsch mal mit dem schnell. Vielleicht können wir uns die Hilfe wirklich holen. Ja gut, das ist halt echt nicht der Preis, den ich mir erhofft hatte für so viel Zeug. Das ist nicht der Preis, den ich erhofft hatte. Hui, ja. Machen wir mal sowas. Wir könnten uns auch mal so einen Tragealpaka organisieren, das dann wirklich rumläuft und trägt. So ein Junges vielleicht. Aber das müssen wir erst trainieren, glaube ich. Kaufen wir uns mal hier eine Ladung Stahl. Ich meine, wir haben viel Stahl, aber es ist halt echt. Wir müssen das jetzt mal langsam fertigstellen, sonst kriegen wir hier Riesenprobleme. Ich gebe mal ein bisschen Geld für Stahl aus. Wobei, wie viel kriegen wir denn dafür, um halbwegs nichts zu zahlen? Das ist sauteuer. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann kaufen wir uns jetzt hier für den niedrigsten Preis. Das sind tatsächlich diese. Der Reis ist das. Kaufen wir mal 100 Reis. Okay, Walton ist auch wieder fast flott. Jill wird hier noch versorgt. Weil Jill muss flott sein. Der muss unterwegs sein. Combo hat es jetzt erwischt. Ja, ist natürlich schwierig. Das ist ganz schwierig, Freunde. Wenn wir den Angriff dann jetzt starten könnten, hier mit dem Ding, wenn dann die fertig wären, dann könnte man halt echt loslegen. Ich meine, die treffen ja nicht so ganz, aber sobald die irgendwie rankommen könnten, dann hätte man natürlich da die Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen was wegzugraben. So, dann hätten wir da mehr Platz. Okay, Eugene nimmt den Typen hier aus wie eine Weihnachtsgans. Okay, den hat's erwischt. Was haben wir entnommen? Ich hab's leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er es jetzt hingebracht hat.
Oder was der da gemacht hat, das weiß man auch nicht. Also auf jeden Fall einen Vorteil hat das Ganze. Der hat hier die Grippe, der muss auf jeden Fall schlafen, der gute Kombo. Essenstechnisch schaut die Sache jetzt echt gut aus. Was haben wir da eingestellt? 10, 10, 10. Okay, und was kocht der da? Einfache Mahlzeiten, oder? Pass auf, die begrenzen wir jetzt auch mal ein bisschen. Weil sonst kochen die uns hier wirklich zu viel. Machen wir auch mal so, bis wir, sagen wir mal, 20 auf Vorrat haben. Weil dann haben die nämlich auch mal ein bisschen Ruhe. Müssen nicht permanent kochen, sondern können auch zum Beispiel, was haben wir denn, wer ist der Koch? Jumper, der würde nämlich sonst, der kann auch nämlich reinigen und tragen beispielsweise oder forschen, also da bin ich komplett frei, was der tut. Besuchergruppe? Oh, bitte, ja genau, ich wollte gerade sagen, bitte von der richtigen Seite kommen. So, jetzt der dritte ist auch fertig von den Geschützen. Wie schaut es denn da aus? Haben wir eigentlich die Kühlung der Gewehre ist noch nicht erforscht, okay? Okay, jetzt zerlegen sie die Eichhörnchen hier noch. Ist natürlich auch eine Sache, dann werden die mal verwertet. Okay. Kann ich mitleben. So schaut die Sache jetzt echt mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir halt bloß noch dann den Schalter umlegen, sobald das hier oben fertig ist. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt schauen wir mal. Hoffentlich sind nicht so viele Tiere auf dem Weg. Ich sehe gerade niemanden. Das ist in Ordnung. Wir müssen das lösen. Wenn wir das, sobald wir das gelöst haben, wisst ihr, wie angenehm das Spiel dann wird. Dann haben wir nur noch das Problem mit der Nahrung. Aber da können wir auch dann hergehen zum Beispiel und sagen, okay, wir nutzen einen der Räume hier einfach als Anbaufläche. Das kostet einen Haufen Strom. Da müssten wir halt noch gucken. Piratenhändler. Stopp, warte mal, Walton. Geh mal mit dem Piratenhändler reden. Oh, oh ja, okay. Also, warte mal, was haben wir hier für Tische? Wir haben einen Bildhauertisch. Schneider. Bildhauer und Schneider sind die einzigen beiden, die wir momentan haben in der Produktion. Schlachttisch haben wir, Schneider haben wir, Schmiedewerkbank. Die könnte man noch brauchen. Und einen Steinmetztisch. Aber der braucht ja keinen Strom, das ist ja in Ordnung dann. Boah, das wäre super, wenn das klappt. Jetzt haben natürlich alle schlechte Laune. Das ist natürlich ein Riesenproblem gerade. Okay, Jill macht gerade einen Freiflieger. Pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar die Top-Priorität liegt halt jetzt gerade im Bauen. Das heißt, alle, die irgendwie verfügbar sind, dürfen ab morgen einen Tag lang komplett Bauarbeiter werden. Dann heißt das, dass wir nämlich hier wie die Blöden anfangen, das Zeug zu holen, ja, und hier draußen dann das hoffentlich endlich mal fertig bauen. Die können das zwar vielleicht nicht ganz so besonders gut, macht aber gar nichts, müssen sie auch gar nicht. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin, tschüss!